Na, da seid ihr ja schon wieder. Es freut mich aber. Und wieder beim Essen erwischt. Aber ich esse Salat. Nudelsalat. Ist Salat, steht das Wort Salat drin. Also kann er so gesund sein. Nein, heute darf ich das. Das ist das Erste, was ich esse und auch das Letzte, was ich esse heute. Ich habe nämlich schon Feierabend. Wir haben Dienstag. Dienstagabend jetzt. Ich stehe im Bunten Stein kurz vor Stuttgart und bin auf meiner zweiten Tour unterwegs. Allerdings mit Koffer. Ich habe den Kofferauflieger mit. Ich wollte euch das eigentlich zeigen, aber hier ist so viel los. Hier sind so viele Augen und so viele Leute. Da kann ich schlecht mit der Kamera draußen rumlaufen. Ich zeige euch das morgen mal. Ich meine, ich fahre den Koffer ja recht gerne, aber das ist ein bisschen doof, weil ich zwischendurch mal abholen muss. Und zwar morgen hier in Stuttgart muss ich 5 Paletten Akten holen. Deswegen habe ich den Koffer mit. Nur deswegen. Und die stehen mir dann natürlich morgen den ganzen Tag im Weg. Ich musste mich danach noch nach Ulm aufs Testgelände von Iveco. Ja, ich bin gespannt, ob ich da filmen darf. Ich glaube nicht. Das ist die Teststrecke, wo die Iveco-Trucks getestet werden. Da habe ich ein ganz geheimes Paket drauf. So eine Holzkiste, die nicht geöffnet werden darf und vorsichtig behandelt werden darf. Ich werde wohl, glaube ich, nie erfahren, was da drin war. Aber auch nicht so schlimm. Ja, und danach geht es nach Günzburg. Die kriegen 4 IBCs von mir. Und da es ja ein Koffer ist, kann ich die nicht von der Seite abladen. Also muss ich diese 5 Paletten wieder an der Seite ziehen. Dann die 4 IBCs abladen, dann die 5 Paletten wieder nach vorne schieben. Und danach geht es nach Thalmessing. Da hole ich, ich weiß gar nicht, 12 Paletten Eis, glaube ich. Und ich habe für die Leerpaletten mit. Wir schulden denen so ein paar Leerpaletten, 42 Stück. Die stehen natürlich vorne vor der Stirnwand. 3 Stapel, dann habe ich noch, bin ja mal wieder 9 Stein gewesen. Von denen habe ich auch noch 17 Leerpaletten. Das heißt, ich muss den morgen zweimal hin und her laden. Ich hätte den eigentlich sogar jetzt nochmal umladen müssen, weil ich heute Morgen im Eifel, also ich bin heute Morgen erst losgefahren, heute Morgen angefangen zu laden und heute Morgen losgefahren. Und im Eifel des Gefechts habe ich Blaustein und Günzburg falsch rumgeladen. Das heißt, ich habe erst Blaustein und dann Günzburg geladen. Das ist von Stuttgart aus denklich schlecht, weil ich erst nach Blaustein muss. Aber die neuen Steine, die waren so gut zu mir und haben mir das umgeladen. Ist ja auch schon fast Familie, bin ja fast zweimal die Woche da. Das hört auch erstmal noch nicht auf, habe ich gehört. Da sind wieder 400 neue Reifen gekommen, die müssen da alle noch hin. Also die müssen alle produziert werden und da müssen die ja hin. Ach, da machst du nicht viel. Naja, ja, ich werde euch das morgen mal zeigen, wenn ich da in Stuttgart war. Ja, damit werde ich bis Donnerstag unterwegs sein. Das heißt, bis Donnerstag ist es schon mal aussichtslos, den neuen LKW zu holen. Ja, mein Chef wollte aber mit dem Verkäufer telefonieren und so. Und da hapert es so ein bisschen dran. Das hapert halt einfach in den Abholtermin, weil die da nicht so viele Leute gleichzeitig hineinladen können, wegen diesen Corona-Maßnahmen. Gehen wir mal vom Freitag aus, aber versteifen wollen wir uns da nicht drauf. Nächste Woche wollte eigentlich Emily mitfahren. Unter der Bedingung nur, wenn der neue LKW da ist. Schauen wir mal. Ich bin ja mal gespannt. Ja, ich werde jetzt hier meinen gesunden Nudelsalat noch aufessen und dann werde ich mich bettfertig machen und dann werde ich schlafen gehen und dann wird es für euch morgen weitergehen. Bis morgen. Also, Ankunft in Stuttgart. Ich bin für das Gefühl der Leute ein bisschen zu früh, also ich war pünktlich um 7:45 hier. Die sind auch um 7:45 hier, die müssen aber bis 8 Uhr erst Kaffee trinken. Naja, so viel Verständnis habe ich ja. Jetzt das Problem, ich war schon mal hier. Das ist eine ziemlich beschissene Rampe hier. Und zwar ist das Loch da, wo die da vorher laden. Da muss ich rückwärts ran. Ansonsten müssten sie einen Stapler organisieren. Das dauert ein bisschen. Und ich habe noch keine Zeit. Weil ich muss hier nämlich ins Parkplatz. Da vorne ist so eine Lücke. Da würde man mit so einem 12 oder 15 Tonner ohne Probleme an die Rampe ankommen. Ich versuche es jetzt gleich mal, habe ich ihm gesagt. Weil da stehen ja auch Autos. Naja, und wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir halt auf den Stapler warten. Ah, das wird schon gehen, denke ich mal. Hoffe ich mal, vermute ich mal. Manchmal muss man einfach auch nur Glück haben, ne? Ich wollte gerade rückwärts ransetzen, da kam der Stapler schon um die Ecke. Der hatte kurz Zeit, hat er gesagt. Das ist sehr gut.
Ja, dann kannst du jetzt zum Iveco-Testzentrum gehen oder Teststrecke, LKW-Teststrecke. Gestern so einen Bericht bei YouTube gesehen. Ich glaube, da testen sie diesen E-LKW, der heißt, ich weiß jetzt gerade nicht, wenn es mir gleich einfällt, dann sage ich euch das. Mal gucken, ob ich den zu Gesicht bekomme. Am allerwichtigsten ist, dass ich diese Kiste loswerde und dass ich schnell Günzburg loswerde und heute noch Thalmessing geladen kriege. Das ist das, was zählt. Weil dann kann ich nämlich über Nacht schön zurückfahren. Aber bis jetzt läuft es ja ganz gut. Wir haben 20:08 und ich bin fertig in Stuttgart. Ich brauche jetzt nicht Stuttgart nicht zurück. Ich fahre die B10 Richtung Esslingen und in Esslingen auf A8 zurück. Und dann fahre ich Blaustein wieder runter, also kurz vor Ulm. Naja, und von Blaustein, also Markbrunn ist das, nach Günzburg ist ja nicht so das Weiteste. Gehen wir mal vom Besten aus. So, Rigdon Günzburg auch abgeladen. Die Karre einmal komplett umgeladen. Und zwar standen gerade noch die 5 Paletten hier hinter den IBCs. Das heißt, ich musste die erst hier so alle so rechts an die Seite packen, dann die IBCs da hinten rausziehen, drehen. Und das Ganze gleich in Thalmessing nochmal, weil da ganz hinten hinter stehen die Leerpaletten für Thalmessing. Ich hole da zwar nur 17 ab, aber die kriegen 42 von uns. Aber dann noch so ein paar Schulden haben. ja, das ist ja so ähnlich wie bei Olli. Die machen auch nur EM-Reifen und hier hat einer mitgedacht, muss ich sagen. Weil bei vielen Kunden, wo ich hinkomme, wenn ich Reifen abhole, die gehen mit der Gabel nicht ins Auge rein, weil dann die Wulst verletzt werden kann. Aber die haben sich hier so Felgen gebaut. Zeig ich das mal. Hier haben sich so Löcher reingebrannt. Können sie dann auf ihre Staplergabel nehmen, Gabelstaplergabel. Und dann fahren die mit der Felge in den Reifen und dann liegt die Wulst auf der Rundung von der Felge auf. Das ist schon nicht schlecht, da hatte einer eine Idee. Es kann so einfach sein, wenn man mitdenkt. Ja, es gibt viele Kunden, wenn ich da hinkomme und sage, ja hier, vor allem wenn das Altreifen sind, fahr doch ins Auge und setzen wir die auf. Nein, nein, das machen wir nicht. Weil wenn die Wulst verletzt ist und die Runde erneuert werden, oh, ich kann zumachen, und die Runde erneuert werden, dann muss die Wulst mit erneuert werden und dann ist das natürlich dementsprechend teurer. Also kann man das ja auch irgendwo verstehen. Ich hoffe, der Auflieger steht gerade. Also jetzt kriege ich die Tür nämlich wieder nicht zu. Jetzt hier noch so 7 Minuten rumtrödeln, dann ist meine Pause nämlich voll und dann komme ich so ungefähr ja, so 14:45 in Thalmessing an. Zwischendurch noch mal tanken und dann 14:30, weil Thalmessing macht da keine Ausnahmen. 15 Uhr ist 15 Uhr und wenn ich danach komme, lade ich jetzt morgen früh. Und das wollen wir ja nicht. Also Gas. So, Thalmessing geladen. Nach einer guten Stunde Wartezeit.
Aber jetzt ist alles drauf. Jetzt ist natürlich morgen früh 7 Uhr am Platz, ist natürlich nicht möglich. Ich schaffe maximal 8, also frühestens 8 Uhr. Mit einer 9 Stunden Pause. Also müssen wir uns mal wieder ein bisschen hetzen. Jetzt zeige ich euch mal, was gemeint ist mit Thalmessing Durchfahrtverbot. Also hier ist ja schon seit Mitte, Ende Juli bauen die Kreuzung um hier in Thalmessing. Und das ist egal, ob man von da kommt oder ob man von da kommt, da stehen vorne immer Hinweisschilder, Durchfahrt Thalmessing gesperrt. Zur Autobahn soll man dann da hinten über die Dörfer fahren. Und wenn man von der Seite kommt, kommt man angeblich nicht hier durch. Das machen die aber auch, damit der ganze Schwerverkehr nicht hier durchfährt. Aber die, die sich hier auskennen, die wissen, da kann man her. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Also ich habe gerade noch mal gefragt und die haben gesagt, okay, das geht klar. Diese Seitenstraße, da ist immer noch offen. Also das ist seit Mitte, Ende Juli, wie gesagt. Und seitdem fahren da die LKWs und die Busse durch diese kleine Straße, die ich euch gleich zeige. Wenn ich da wohnen würde, ich würde verrückt werden, glaube ich. Also ich meine, ich bin selber LKW-Fahrer. Aber wenn da direkt vor meinem Esstisch 10-mal am Tag so ein 40-Tonner durchfährt und ca. 30-mal am Tag ein Bus, würde ich, glaube ich, ausblicken. Ich meine, wenn die Leute was gegen uns haben, das kann ich gut verstehen. Aber seht mal selbst. Also wenn ich da jetzt nicht mehr durchpasse, habe ich ein Problem, weil ihr seht, ich kann hier nicht drehen. Also entweder man fragt nach oder man ist ganz stollmutig, weil drehen ist hier überhaupt nicht. Biegen Sie rechts ab. Und das ist eine Kreuzung hier. Die bauen sie jetzt schon seit, was haben wir, September, 3 Monate. Und das ist in so einem kleinen Dorf. Normalerweise geht sowas immer zack, ratzfatz. Zum Glück ist es mit der Ampel geregelt. Habt ihr gesehen, was ich meine? Also wenn man da wohnt, das muss ja tierisch nerven. Nach 80 Metern halten Sie sich. Stopp, stopp, stopp. An der Stelle machen wir mal einen kleinen Break. Ja, und zwar ist es so, ich habe mich dazu entschieden, diese Woche mal kein Video rauszubringen. Weil bis zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade lief eigentlich alles wunderbar, ganz normal. Ungefähr ab da nahm das Chaos seinen Lauf. Ich hatte die ganze Woche extrem schlechte Laune und das ist das schief gelaufen, das ist schief gelaufen. Dann kriegst du noch eine schlechte Nachricht und so und dementsprechend war ich dann drauf. Aber also seht mal selbst, ich habe mal so ein paar Schnipsel reingeschnitten. Was soll das denn werden? Komm doch! Komm doch! Fahren! Fahren! Was soll ich dazu sagen? Ich sag da jetzt mal in den nächsten Tagen nichts mehr zu.
Also es gibt keinen neuen LKW. Dann kann ich am Freitag, wo es eigentlich geplant war, dass ich nach Wörth fahre, mit Sicherheit Nahverkehr fahren. Und irgendeiner muss da ja ranholen. Wo will ich das bringen? Also mich nervt das am allermeisten, das könnt ihr mir glauben. Das ist, geht mir richtig am Keks. Das war jetzt die zweite Woche, wo es abgesagt wurde. Ja, zumindest heißt es so, ne? Ich gehe mal davon aus, dass das auch nicht so war. Alter, meine Fresse. In der Schule gewesen zum Singen und Klatschen. Alter, 12.000 Kilometer Autobahn in Deutschland und du fährst hierher und gehst mir auf den Sack. Honk, Alter. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Doch, ein kleiner Tipp. Am besten schön dick eincremen. Einschieben, wo die Sonne nicht so oft scheint. Ich bin mein Bett geblieben, Mann. Aber das passt ja. Ich könnte ja, ne? Gut, ich lasse sie an. Und wer war's? Ich war's. Hast keine Sache. Ah, was für eine Woche. Ja, und so ungefähr zog sich das durch die ganze Woche. Katastrophal. Plane kaputt gefahren, selber geschrottet, obwohl, ja, so schlimm ist es ja nicht, aber natürlich, wenn man das selber macht und so, das ärgert einen schon. Dann habe ich Aufnahmen gelöscht, dann ist das schief gelaufen und ich bin ja am Montag habe ich schon mal gar nicht gefilmt, am Dienstag habe ich gefilmt, dann habe ich, da bin ich ja mit dem Koffer Fernverkehr gefahren, da musste ich die Karre zweimal umladen, das war schon nicht schön. Dann habe ich am Donnerstag die Kamera ganz in der Ecke liegen lassen, weil ich am Donnerstag überhaupt keine Lust hatte zu filmen. Ich kam auf mich selber nicht klar. Dann schlechte Nachrichten und Katastrophe. Ihr seht ja, ich sitze noch in meinem LKW. Das heißt, das hat diese Woche nicht geklappt, den neuen Actros abzuholen. Ich vermute mal, dass daher auch meine schlechte Laune etwas schürte, weil dann auf einmal der Anruf kam, okay, das klappt jetzt am Freitag nicht. Das hat einen speziellen Grund und zwar fehlten bei dem Actros zwei Steuergeräte. Das eine ist jetzt eingebaut und das andere ist ein Steuerchip halt fürs PPC-System. Das Problem ist mit diesem PPC-System, das ist im Moment nicht aufzutreiben. Es gibt so viele Actros, die dieses PPC-System im Moment nicht eingebaut haben, weil dieser Halbleiter einfach nicht zu kriegen ist. Es ist natürlich alles mit Corona zu tun und das kann nicht geliefert werden. Und jetzt ist es so, also zu 99,9%, also fast zu 100%, holen wir am Freitag jetzt den LKW ab. Mit wir meine ich mich und Evelyn. Evelyn fährt auch nächste Woche die ganze Woche mit. Also gibt es nächste Woche ein Vlog in Doppelbesatzung. Und es ist so geplant, dass wir Montag nach Schwandorf fahren, zurück Richtung Schlüchtern Dienstagmorgen machen, dann sind wir Dienstag wieder hier. Dienstag geht es dann nach Fedelbach, dann habe ich noch einen, ich weiß nicht mehr welchen, dann noch Trier, dass wir so ungefähr Donnerstagmorgen wieder hier sind. Dann geht's kurz nach Hause, dann geht's zum Bahnhof, dann fahren wir Richtung Wörth ins Hotel und dann am Freitag ins Werk. Bitte, 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 lass es funktionieren. Wir haben uns überlegt, als kleine Entschädigung, da das ja jetzt kein richtiges Video ist hier, also kein richtiger Vlog, sondern irgendwas dahingewürfelt ist, machen wir nächste Woche Mittwoch, ich vermute Mittwoch, einen Livestream mit Evelyn. Ich habe sie vorhin gefragt, ich habe sie angerufen, habe gesagt, hier mit dem Video und so, das funktioniert alles nicht so. Wollen wir dann nicht nächste Woche mal einen Livestream machen? War so mit einverstanden, fand es auch gute Idee. Also gibt es nächste Woche Mittwoch einen Livestream. Ja, das war es schon mit dem Video für diese Woche. Leider, leider, leider. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Trotz alledem, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Die Däumchen, das Glöckchen und immer schön Trackaholiker bleiben. Nächste Woche einschalten, wenn es wieder heißt Truckaholic Germany, die Fernfahrer-Doku. Und nicht vergessen, am Mittwoch Livestream mit Emily. Bis nächste Woche. Bye. Bye.